Protestaktion der 20 Piraten im Plenarsaal. Was genau ist passiert? Wir sind ein kalkuliertes Risiko eingegangen, indem wir mit den parlamentarischen Regeln gespielt haben. Das Parlament sei ein Ort des Wortes, hat gerade die Landtagspräsidentin nochmal gesagt. Wir haben visuelle Signale verwendet. In unzulässiger Weise wurden dann aufgefordert, diese visuellen Signale zu unterlassen. Das Hochhalten der Schilder. Kalkuliertes Risiko. Fass mal kurz zusammen für die, die es nicht gesehen haben. Was genau hat man gesehen? Worum geht's? Es geht um das Gesetz zur Bestandsdatenauskunft, kurz BDA, und den unsäglichen Äußerungen, die Minister Jäger vor einiger Zeit getätigt hat, für die er sich auch schon entschuldigt hat. Aber das waren Formulierungen, die eher in die Richtung Politik durch Angst gehören. Das ist für uns Piraten völlig inakzeptabel. An der Stelle sehen wir eine Regel gebrochen, sodass wir im Gegenzug auch mal mit Regeln spielen. Der Tag heute fing ja an mit dem Versuch, die Tagesordnung zu verändern. Was genau hatten wir da vor? Wir wollten Minister Jäger die Gelegenheit geben, zu seinen Äußerungen im Parlament nochmal Stellung zu nehmen. Das war der Sinn dieses Antrags. Also eigentlich etwas Positives, hätte sich erklären können. Die Versammlung hat erwartungsgemäß unseren Antrag abgelehnt, sodass wir uns dann heute Nachmittag als Minister Jäger ans Rednerpult trat, zu dieser Aktion veranlasst gesehen haben.